herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stellen wir euch mal wieder eine Firma vor, direkt bei uns um die Ecke in Lehrte. Das sind vielleicht 20 Kilometer, und zwar die Firma Polybauer. Christian? Moin, moin, hi. Wollten wir schon lange mal machen, sind nie dazu gekommen. Ist auch definitiv eine Firma, sage ich jetzt mal, die noch ein bisschen, ich will nicht sagen underrated ist, aber ich glaube in der Szene noch nicht so bekannt ist. In letzter Zeit wurde es mehr bedingt durch auch die Trackdays, die du machst. Ja. Die aber eigentlich rein gar nichts damit zu tun haben, was ihr eigentlich macht, beziehungsweise was ja eigentlich noch viel krasser ist, was ihr ursprünglich mal gemacht habt. Ja, ja, erst mit den Trackdays kam es ja erst dazu vor 2-3 Jahren, so als Hobby halt, ne? Sage ich jetzt mal. Als Hobbyrennfahrer. Als Hobbyrennfahrer so ein bisschen. Muss man, ne, halt seinen eigenen Trackday anfangen. Ja, so sieht's aus. Nee, erzähl mal, eigentlich kann man schon sagen, der klassische Tuner, das heißt Felgen, Fahrwerk, Bremse, wie auch immer, sowas verbaut ihr alles. Genau. Tendenziell alles in Richtung Japan. Da fing halt alles mal mit an, so mit den Japanern. Mittlerweile machen wir aber alles, alle Marken durch die Bank weg. Und derjenige, der den Namen Polybauer schon mal gehört hat, wird es wahrscheinlich dann doch in Verbindung bringen mit GFK-Arbeiten. GFK und halt mit Japanern, ne? Honda in erster Linie. Und damit ging halt alles los. 1977, als mein Vater das Unternehmen gegründet hat, da hat er angefangen mit Motorradverkleidung, Vollverkleidung. Das waren ja damals die ganzen 50er und 80er, 125er Maschinen. Die waren ja alle naked, sage ich jetzt mal. Und da hat er die Vollverkleidung für gemacht. Da sehen wir zum Beispiel zwei Motorräder, wo wir die Verkleidung für gemacht haben. Ach so, das heißt, okay. Ne, mit diese Vollverkleidung, ne, da ging das halt mit los. Mhm. Die haben wir damals, oder hat er damals mit angefangen, die zu machen. Hinten auf dem Bauernhof quasi von meinem Opa im Hühnerstall. Hühner kamen raus, ab in eine Suppe, und er hat im Hühnerstall dann angefangen, die Verkleidung zu bauen. Ne? Dieses Teil ist aber original? Nee, auch. Auch von uns? Auch von uns, also vorne der Fender, genau, die Hauptschale halt und die ganze Sitzbank und die Scheibe. Ne? Das haben wir damals, so wie es hier steht, direkt nach Österreich zu Puch geliefert, und die haben die im Werk schon halt angebaut. Ach, da waren krass. Die quasi Zulieferer und haben die da halt hingeliefert. Ne? Aber jede Puch-Kobra hat von uns diese Verkleidung dran gehabt. Ja, da geht es nämlich schon los. Ich glaube nicht, dass das viele wissen, nee, dass ihr so massiv damals diese Teile gebaut habt. Ja. Also das war alles Handarbeit dann logischerweise. Genau, Handlaminat. Da wurden die Formen dann halt im Negativ hergestellt und dann GFK-Handlaminat. Ne? Hast du mal witzigerweise, wenn du, gibt es die heute noch zu kaufen von euch oder nicht mehr? Die Verkleidung, die Formen haben wir alle noch und die bauen wir auch noch. Gerade heute wieder zwei verschickt. Also die sind ja jetzt so alt, die Motorräder, und die Jungs, die damit in der Jugend gefahren werden, kommen jetzt meistens Rentenalter, haben wieder ein bisschen Geld über, ein bisschen Zeit über und fangen an, sich sowas nochmal zu restaurieren. Wir haben da überall Teilegutachten für, das hatten wir damals halt auch schon. Und dementsprechend kannst du die halt alle verbauen, kannst da dann auch einen Oldtimer von machen, weil du hast halt kannst ja eine Hartzulassung machen, zeitgenössisches Tuning, alles kein Problem, ne? Weil ich wollte gerade fragen, ob ich mal so ein bisschen schon mal bei Kleinanzeigen so ein bisschen geguckt habe, so Garagenfunde, Polybauer, Verkleidung für Puch und voll, so. Voll, Hölle, muss man machen, ist voll. Also das ist echt krass, was. Also da ist viel unterwegs. Weil das muss ja dann auch so Zeit gewesen sein, wie hießen die ganzen Kisten damals? Das war ja noch nicht 125er, sondern das war ja damals 80er. Ne? Meistens 50er und 80er. Kreidler, ja. KS 50, KS 80, so, Herkules, RD80. RD80, Yamaha, und so ein Zeug, also. Genau. Da haben wir alles, die ganze Vollverkleidung für gemacht. Ah, die und halt auch ein bisschen Motorsport, ne? Dann ein bisschen leichter. Genau, das ist ja, ich weiß nicht genau, aus den 60ern. Aber ich kann echt heutzutage noch für so eine Puch die Verkleidung bei euch, oder? Kannst du bei uns auch kaufen. Und die Leute, die das auch suchen, die wissen auch, wonach sie suchen müssen, und fragen halt bei uns an oder schreiben uns halt eine Mail. Aber selbst damals brauchte man schon TÜV dafür. Ich hätte gedacht, so in den 70ern, 80ern einfach. Ja, es ging da los dann, ja. Es ging da schon los dann. Okay, und dann sehen wir hier, dadurch kam wahrscheinlich auch der Name Polybauer zustande. Genau, also das war dann tatsächlich so der Spitzname von meinem Vater, so haben seine Kumpels ihn genannt, weil er halt Landwirt war, Bauer, und mit Polyester gearbeitet hat, haben sie ihn Polybauer genannt und hat irgendwann gesagt, so, dann nenne ich meine Firma halt so. Geil, aber passt perfekt, also von daher. Polyester, Bauer. Hier sehen wir jetzt CX ED9. Stimmt. Baujahr 90. Da ging das dann, also wir haben schon davor, zwei, drei Modelle davor, also dann auch schon Bodykits gemacht, aber hiermit ging es dann halt richtig los. Da haben wir den richtigen Whitebody von gemacht. Nicht so klassisch, wie man das kennt, einfach nur angeschraubt oder angenietet, sondern komplett auch verklebt, verspachtelt, sodass du es gar nicht mehr siehst, dass da Anbauteile dran sind. Hier sind ja die Radläufe. Die sind halt ausgeschnitten, hinten verbreitert richtig. Die Stoßstange ist von uns, der Heckspoiler ist von uns, die Türverbreiterung ist von uns, der Schweller. Und vorne ein kompletter Kotflügel ausgetauscht und die Stoßstange vorne. Ne? Das ist alles
Mhm. Ein Breitbau-Kit, ne? Ach stimmt, CRX, weil er abfällt, ne? Civic. Civic. Genau, genau. War gerade. War es Front gleich bei CX und Civic? Ja. Oh nee, es gibt drei verschiedene Fronten da. Auch noch unterschiedlich. Ja, ein bisschen schmaler auch. Und wenn du hier reinguckst, siehst du halt, der Schweller, der ist so mit dem Originalschweller verbunden, das siehst du gar nicht, dass das halt ein Breitbau ist, ne? So haben wir das damals halt gemacht, ne? Ist aber noch, muss ich sagen, dezenter Breitbau, ne? Genau, genau. Krasser Zustand. Das machen wir so ein, zwei Stück machen wir im Jahr, die wir noch für Kunden restaurieren halt, ne? Die wir davon noch bauen. Der hat 36.000 Kilometer runter. Ich wollte gerade sagen, ne? Aber ist mittlerweile auch ein CRX. Ein CRX mit 36.000 Kilometer ist auch mittlerweile wertvoll, ne? Ja. Das heißt, das sind, wir reden hier von, was sind das, 5, 6 Zentimeter, die er breitet? So in dem Dreh? Müsste lügen, aber so in dem Dreh, ja, würde ich jetzt auch sagen. Wenn man hier so 8 Zentimeter ungefähr, dass es normalerweise insgesamt runtergehen würde. Mhm. Und musst mir überlegen, da waren damals Serie 185, 70, 14 drauf. Und jetzt haben wir 215, 40, 17. Mhm. Mit einer 8,5 mal 17 ET13. Ne, was das für eine Steigerung ist, machen wir heutzutage beim Golf, der schon mit 19 Zoll Rädern kommt, naja, dann müsste es ja 22 Zoll draufstecken, ja, dann, oder 23 Zoll. Das ist schon Wahnsinn. Und hier sieht man halt, wie es alles jetzt in einem Stück ist. Genau. Also Kotflügel, Schweller geht in einen zum Seitenteil über. Ist halt schön clean, ne? Die Zeiten. Und dann sehe ich hier eigentlich konträr, ja, zu dem eigentlichen Drehzahl CRX VTEC, jetzt Turbobau. Genau. Was halt ziemlich cool ist, das haben wir damals 1990 schon gemacht. Mit dem Turbo-Umbau, mit der Firma HGP zusammen. Die haben uns damals die Turbos gebaut. Und auch mit Abgasgutachten alles damals schon eingetragen. Große Bremse eingetragen, Stahlflex eingetragen. Unser Bodykit logischerweise auch. Und dementsprechend habe ich halt auch heute eine Haarzulassung auf dem Auto. Ne? Weil alles damals schon direkt eingetragen wurde. 1990 mit HGP zusammen schon? Hm. Der hat mit uns angefangen. Da war ich 4 Jahre alt. Da war ich flüssig. Da warst du flüssig. Wahnsinn. Ja, krass. Nee, wusste ich ja vorhin auch hier schon so mit Guss, Krümmer und allem. Mhm. Aber da sieht man mal, was das für ein Markt damals gewesen sein muss. Ich hätte niemals gedacht, dass es echt damals schon Leute in Deutschland gab, die mit einem CRX, also die einen CRX auf Turbo bauen. Da haben wir 25 Stück von gemacht. Das war schon ganz gut damals. Von den Breitbauten kann ich es gar nicht mehr zählen. Die sind auch in der ganzen Welt verstreut. Ich habe Kontakt zu einem, der fährt den in Frankreich. Ich kenne zwei Engländer, die haben einen. Ich weiß von zwei, die sind irgendwie in den USA gekommen. Also die sind wirklich überall verstreut. Und es gibt auch noch einige. Ich denke mal, wir haben von den Breitbau-Varianten irgendwas zwischen 50 und 80 Stück gemacht damals. Mhm. Und was ist das hier so an Leistung? 250, 300 PS? Wir fahren den nur mit 0,4 bar Ladedruck. Das ist ein Oldtimer, der soll halten. Der hat, ja, ich war nicht auf dem Prüfstand. Ich schätze mal so knapp um die 200. Mhm. Ja, ja, das ja, geht. Ne? Ich meine, der wiegt irgendwas um die 800 Kilo. Ne? Das geht schon, okay, vorwärts. Ja, ich glaube, wir werden auf jeden Fall in deinen Katakomben hier noch die eine oder andere Rarität heute sehen. Ne? Mhm. Da können wir noch ein bisschen was sehen. Ja, da ging es dann ein paar Jahre später mit weiter. Ich weiß gar nicht ganz genau, was für ein Baujahr. Honda Accord Type R. Den haben wir damals auch dann Turbo aufgeladen. Der hat knapp 400 PS. Ja, das schiebt auch richtig gut nach vorne. Das heißt, wann ungefähr? Ich weiß nicht ganz genau, aber es ist um die 2000. 98 vielleicht von Scheiben her? Ja, kann sein, dass er so Ende der 90er kam. Wahnsinn, dass das so eine. Würdest du sagen, dass die japanische Szene damals größer oder kleiner war? Deutlich größer. Deutlich größer. War schon so, das, ja, wirklich. Aber sie wächst jetzt halt wieder, ne? Aber es gibt nicht so viele Autos mehr bei den Japanern. Mhm. Zumindest nicht bei Honda. Was war so damals, 90er, 2000er, das allerbeliebteste? Also, was, ja, so Civic CX geht waren schon immer, die. Ne? Ja. Mhm. Bei Honda war es immer so, die ersten Autos waren immer weiß, die ersten 50, die sie gebaut haben, weil die immer in den Rennsport gegangen sind. Ja. Ne, dann hatten sie die halt weiß, konnten die halt folieren für den Rennsport. Und das ist das Homologationsauto, was Honda Deutschland damals hatte, um das für Deutschland zu homologieren und dementsprechend Fahrgestell Nummer 1. Schon cool. Also schon. So, und auch Turbo. Auch ein Turbo-Umbau. Ich mache mal die Haube auf. Weil das Letzte, was ich wirklich erwartet hätte, oder ich glaube auch das Letzte, was Zuschauer erwarten, wenn sie euch kennen oder jetzt so in den letzten Monaten kennengelernt haben, ist halt so diese massiven Umbauten. Ja, das Thema Turbo-Umbauten, Motor, das ist ja heute auch nicht mehr, also zumindest bei uns nicht mehr so gang und gäbe. Viele haben ja schon Turbo drin, ne? Aber der ist in den 90ern oder 2000er auf Turbo umgebaut? Nee, das habt ihr schon mal danach nochmal wieder umgebaut, oder? Das haben wir einmal ein bisschen schön gemacht, aber. Weil das ist ja hier alles feinste ja, ja. Feinste Ware. Nee, von damals. Echt so, mit damals, ja, ja, schon so geschweißt und alles? Das haben wir damals schon so gemacht. Ja.
Die nur ein bisschen schön gemacht, zwei, drei Schläuche neu und einmal neu abgestimmt, abgedichtet, so zwei, drei Sachen, aber der Rest ist alles alt. Und hier sagst du über 400 PS? Ja. Weil das ist ja in der Kiste so richtig Wolf im Schafspelz auch, ne? Weil hier 400 PS mit Frontantrieb? Den haben wir mal auf einer Veranstaltung, wo wir Kart gefahren sind, sind wir dann abends im Dunkeln immer, das war auf so einem Flugplatz in Berlin, die Startbahn hoch und runter, da konntest du hier dieses glühende Krümmergehäuse, die Schnecke sehen, ne? So hell hat die geglüht, ne? War schon krass. Weil so ein Auto, das wird jetzt ja auch nicht allzu schwer sein und dann 400 PS? Wenn der einmal rollt, dann beschleunigt der schon gut. Ja. Das war halt Honda für mich immer hier. 9000. Die CX hatten sogar bis 10.000, ne? Drehzahlmesser. Mach mal an. Anmachen der Dinge? Ist halt wie neu, ne? Aber sieht auch von innen aus wie neu, ne? 14.000 Kilometer. Ah, krass. Ja, das mit dieser Japan-Szene ist halt einfach. Ja, wir müssen irgendwann mal nach Japan, was da so abgeht. Aber hängt noch am Gas wie ein Sauger, ne? Also wirklich gefühlt nur so Fuß aufs Pedal gelegt, dann trotzdem gleich. Und auch alles mit TÜV, so wie er steht. Da gab es damals auch ein Abgasgutachten für, ja. Das heißt, ist das dann immer noch gültig oder verfällt sowas irgendwann? Das muss eigentlich noch gültig sein. Also ich weiß nicht hundertprozentig, aber ich denke, das ist noch gültig. Auf jeden Fall schon gut, ja, gut laut so dröhnen. Aber wenn du damit bis nach Oschersleben fährst, da fallen dir die Ohren ab. So dumpf ist das. Aber krass, echt so geiler Zustand. Aber mittlerweile macht ihr immer noch so viel Japan oder hat sich mittlerweile ein bisschen geändert? Also das meiste ist immer noch Japan, aber wir haben auch. Das heißt jetzt der neue Type R wahrscheinlich? Genau. Da haben wir uns halt spezialisiert, das war für uns echt ein Segen, als der dann kam. Da gab es ja dann den FK2 Type R, den gab es aber nur ein Jahr oder anderthalb. Und dann kam kurze Zeit später halt der FK8, das war für uns halt wirklich ein Segen. Aber es endlich wieder ein Honda gab, wo du halt wirklich was machen konntest. Und da gibt es halt keine Grenzen, da gibt es auch so viel aus den USA, was man halt rüberholen kann oder was wir halt rüberholen, wo wir TÜV für haben. Das heißt, wieder tunbar, weil es halt ein Turbomotor war? Oder warum Tumor? Weil Turbo, weil halt einfach Szene wieder da war, geiles genau. Auto ist. Die Szene ist halt auf einmal wieder gewachsen. An sich ist das Auto schon fast fertig, aber gut, gibt immer was zu machen und dann eskaliert es halt wieder. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass es für mich eins der am einfachsten zu fahrbarsten Autos ist, definitiv, finde ich. Die neueste Generation, also nicht die neueste, die vorneueste Generation von den Civics. Wenn du da ein gutes Fahrwerk drin hast und ein bisschen selbst Bremse funktioniert ja serienmäßig noch echt top. Lange, ja. Dann, keine Ahnung, 350 PS oder so, dann ist das schon wirklich. Ja, das reicht eigentlich aus. Ne? Also es fährt zumindest deutlich stabiler als so die anderen Frontantriebautos, die man kennt. Ja. Ne? Und dann Yaris GR auch wahrscheinlich dann jetzt. Als der dann kam, haben wir auch uns damit angefangen zu beschäftigen, weil auch da kannst du viel machen und ist auch eine Riesenszene. Es gibt viele, die damit halt Track fahren. Carbonteile haben wir dafür, Heckspoiler, Motorhaube jetzt neu, Räder, Fahrwerk, das klassische halt sowieso. Ja, auch eine Riesenszene. Hatte ich am Anfang auch ein bisschen unterschätzt, aber die Toyota-Szene haben wir früher auch viel gemacht. Supra MK3, MK4 hatten wir auch Breitbauten für. Haben wir für eine befreundete Firma damals gemacht, der viel mit Toyota gemacht hat. Da haben wir halt die Teile gebaut. Ja. Das heißt, wir können uns ein bisschen Formen und sowas auch alles angucken? Genau, da gehen wir gleich hin. Gucken wir uns alles an. Ja. Man kommt rein und riecht das GFK schon, finde ich. Ja, das riecht hier überall so. Aber also, ich glaube, wir riechen das alle gar nicht mehr selber, wie wir hier jeden Tag unterwegs sind. Aber von außen stehend riecht man das noch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von der Generation Civic gefühlt, wobei eigentlich heißt er noch Civic? Ja. Scheint schon das Civic Type R so. Ne? Ja. Keine Ahnung, ich weiß immer nicht, ob man Type R sagt, Civic sagt. Es gibt keinen, der original ist. Nee. Also egal, wann ich so ein Auto sehe. Ganz weil, nein, die ist nicht original. Aber irgendwas ist an den Autos immer gemacht. Aber hat TÜV. Da müssen die Honda-Liebhaber, Japaner-Liebhaber wirklich was so sein. Die wollen tun. Halt. Die wollen wirklich. Ne? Die wollen. Die TEG ist auch von euch? Die ist von uns. Die lassen wir uns bauen und haben wir auch mit TÜV soweit halt abgenommen. Wollt ihr nicht noch für ein 350Z irgendwie so? Geht die auf ein 350Z drauf? Kann man bestimmt da irgendwie drauf bauen. Weil optisch würde sie passen auf das Ding. Ja, aber ist ja ganz schön. Das kannst du halt auf VAG oder so nicht drauf bauen. Das wird auch keiner haben wollen. Aber bei den Japanern, da geht das halt. Ne? Ja, aber passt die, das immer. Die auf ein 350Z ist direkt der Hypercar. Ne? Ja. Aber meine Frage, wenn ihr so ein Ding mit TÜV baut, das heißt, ihr verkauft wirklich mehrere, keine Ahnung, über welche Mengen redet man, damit man sowas mit TÜV macht? Das lohnt sich mit den Prüfungskosten so ab 10, 15 Stück.
Ah, doch, nochmal, okay. Ab 15 Stück, ne? Lohnt sich das. Ne? Und was heißt Prüfungskosten? Muss da irgendwie, kommt Material. Da nur ein TÜV und guckt da drauf plus Material, oder will der, macht der wirklich irgendwelche Versuche? Der damit? Macht da einige Versuche mit Fahrversuch, Hochgeschwindigkeitsfahrt, dann ein Abzugstest, ne, ob der halt auch hält. Ne? Dann das Material wird halt geprüft in verschiedenen Varianten. Und dann, wenn alles passt, geht's los. Geht's los, dann kriegst du ein Teilgutachten. Was kostet so ein Spoiler bei euch? Der kostet 2.450 fix und fertig. Mhm. Okay. Aber ja, klar, man wird mit Sicherheit auch aus China für 500 Euro kaufen können, so in schlechterer Qualität, aber genau. Ist dann halt ohne TÜV. Wird uns auch oft vorgehalten, aber die halten halt nicht, reißen dann ab und ist eine deutlich schlechtere Qualität. Mhm. Aber so klar, wenn es so natürlich direkt mit TÜV Race Ready ist, so nenne ich es jetzt einfach mal, weil er sieht nach Race Ready aus, weil jeder würde denken, das ist nur für Rennsport und nicht für TÜV. Ja, das geht halt auch viel in den Carbonhauben. Mhm. Das heißt, ihr bietet aber an, das ganze Zeug auch anzubauen? Genau. Haben halt eine Werkstatt mit 4 Mitarbeitern in der Werkstatt, die den ganzen Tag halt die Autos auch umbauen. Ne? Mhm. Das sage ich das meiste. Also die meisten Teile verbauen wir hier auch wirklich selber. Das ist das Wenigste, was wir versenden. Der ist auch echt schön geworden. Der war vorher dunkelgrau. Der weiße kam gerade vom Lack wieder letzte Woche. War hier ein bisschen geballert, oder? Ja, ich selber. Also, ne? Bisschen, ja, wir müssen unbedingt das Ding da hinten zeigen. Ich kenn's schon, ich würde es aber den Leuten gerne zeigen. Ja. Wie dein Vater damals, was war das, die Verkleidungsscheiben gemacht hat? Genau, die Verkleidungsscheiben, die wir uns gerade vorne angeguckt haben. Ne? Die werden halt hier gemacht. Ne? Das geht, hier liegt jetzt nur eine dreckige als Schutz halt drauf, dass da nichts reinstaubt. Dann kommt hier eine frische Plexiglasplatte halt drauf, die wird dann erwärmt, unter Druck halt hochgeblasen, bis auf die Form, die du halt brauchst, auf den Radius, auf die Wölbung. Dann kühlt die ab und dann hast du da eine Motorradscheibe. Ne? Das Ganze sieht dann erstmal so aus, wenn es aus der Form kommt. In etwa so hochgeblasen. Aber das heißt, die ist tatsächlich so luftig, dass man wirklich mit Druck die so langsam raustreiben kann? Genau. Das ist aber auch eine Arbeit, wo du nicht jeden dran lassen kannst, oder? Nee, das kann nicht jeder, das musst du können. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch mal, wenn in dem Moment dann doch mal die Scheibe rausgeht, gut knallt. Nee, ist Gott sei Dank noch nicht passiert. So sieht die dann fertig aus. Mhm. Ne? Also, müsst ihr euch jetzt quasi vorstellen, das war ursprünglich mal so. Ja, dann. Genau. Und dann kommt die auf die Motorräder drauf. Handmade. Ich hätte niemals gedacht, dass sowas noch in Deutschland so gebaut wird. Das da wird es jetzt einige geben, die werden. Es gibt auch kaum noch jemanden, der das so macht. Ne? Da verkaufen wir echt noch ziemlich viele von. Mhm. Aber früher waren das 200 die Woche. Da ging richtig was raus. Ne? Aber jetzt auch eher auch nur für diese alten Motorräder oder auch für aktuelle? Nee, nur für die alten. Nur für die alten, ne? Für die aktuellen, das ist von der Formgebung her anders. Viel zu speziell. Dann hast du da Sicken, Stufen und Kanten drin. Das kannst du so in dem Verfahren nicht herstellen. Guck, siehst du da hinten, seht ihr nämlich mal. Die ganzen Formen. Ja. Auch von vielen, vielen Motorradfahrern oder Teams, Rennteams, hier die Muster liegen. Ne? Mhm. Und wenn dann am Wochenende wieder irgendwas zu Bruch gegangen ist, kommt montags die Mail, hier, ich brauche noch mal. Und dann haben wir gleich die Muster und können halt nachfertigen. Ja, was ist sowas hier? Also die bauen wir für eine Firma in Wolfsburg. Da liefern wir quasi den Korpus zu. Die machen dann noch eine Dichtung dran, den Deckel drauf. Und dann kommen die hinten auf die Pritschenfahrzeuge drauf, damit die Dachdecker, Handwerker, Gartenlandschaftsbauer da ihr Werkzeug drin einschließen können. Ne? Zum Beispiel bei den ganzen Pritschen hast du immer vorm Hinterrad doch eine schwarze Kiste, wo Carmay draufsteht. Wir bauen die Kiste für Carmay, auch schon seit 25 Jahren, und die machen da ihren Deckel dran und verkaufen die dann ans Band. Und dann kommen die unter die VWs drunter oder bei Fiat dann unter die Ducatos. Bis zum Band hin liefern wir diese Kisten. Genau. Krass, hätte ich niemals gedacht, dass ihr für Carmay und so. Ja, so wir haben auch damals für Carmay die GFK-Teile gemacht, mit unter anderem. Ah, hier sind wir doch wieder im Civic-Himmel angekommen. Ja, hier stehen gerade ein paar, die kriegen Spoiler, Käfige, Spoiler. Ja, das haben sie eigentlich alles schon gekriegt, aber jetzt haben wir gerade 4 Stück, die wir umbauen mit Käfigen, die dann wirklich nur noch auf der Rennstrecke unterwegs sind, die Kunden. Die haben wir ja für mal Wichers bauen lassen. Aber ich sehe hier AP-Bremse und so volles Programm. Also ihr macht auch schon so richtige Umbauten dann? Genau. Also richtige Umbauten heißt für Rennstrecke richtig? Genau, die fahren halt mit den Autos nur noch bei uns bei den Track Days oder irgendwo anders Track Days. Oder Time Attack, German Time Attack, European Time Attack fahren die. Genau, da wird es dann richtig ernst. Ist das hier eine Haubenentlüftung? Ja, aus der TCR übernommen.
Kannst den Deckel rausnehmen, das ist nur, falls das Auto draußen steht, damit es sich reinregnet. Aber ach, wie geil. Das ist die gleiche wie in der TCR drin, ist die Haubenentlüftung. Ja, das ist wirklich praktisch mit der. Weil ich habe selbst bei mir beim Arbeit schon, dass es, wenn du im Auto wäscht oder so reinregnet, ist genau. Natürlich so schön. Beim Jahresbei der Haube haben wir es jetzt so gemacht, dass von unten eine Wanne drin reingeschraubt mit vier Kreuzschrauben, dann kannst du die dann schnell rausnehmen, wenn du fährst. Und wenn das Auto wieder draußen steht, schraubst du die Wanne schnell rein, damit es hier nicht reinregnet. Wenn ich mir so ein Type R kaufe, was muss ich da machen, um erstmal anzufangen auf der Rennstrecke? Erstmal fährst du erstmal ganz entspannt 2-3 Termine und guckst. Ne? Das Auto funktioniert ja so schon richtig gut. Ne? Haben die original eine Sperre drin vorne oder muss man Sperre schon machen? Nee, die ist schon gesperrt, aber wie viel Prozent kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Aber mit Sperren arbeiten wir halt auch, aber das ist dann so schon mit fast das Letzte, was du machen musst. Ne? Mhm. Was muss halt allererstes gemacht werden? Ich würde mit dem Fahrwerk anfangen und ein paar anständige Reifen. Ne? Dann entwickelt sich schon mal ganz gut vorwärts und deine Zeit geht schon mal runter. Und das ist auch ein Punkt, das haben wir bisher noch gar nicht gesagt. Reifenmäßig seid ihr eigentlich auch ganz gut im Business. Ne? Genau, das ist dann eigentlich unser Hauptstandbein, muss man sagen. Reifengroßhandel halt Kompletträder, Sommer-, Winter-Kompletträder direkt halt an die Autohäuser deutschlandweit beliefern wir die damit. Ne? Weil hier ist noch ein Reifenlager hinten dran. Wie viele Reifen habt ihr so ungefähr? Wenn es voll ist zum Winter, liegen da so 28.000 Reifen. 28.000? Wie groß ist das? Sag ich ja, ne? Wenn man jetzt gedacht hätte, so, also 1.000 Reifen oder so. Das wäre schon viel. Nee, ja. Ist wirklich, wirklich auch. Und auch wirklich, was ich halt cool finde, es ist ja ganz oft so, dass man immer nur so sich auf einen Hersteller so richtig eingeschossen hat. Ne? Aber es ist egal, wie, wo, was, immer. Ich schreibe einfach Christian an, der sagt immer, ja, ist kein Problem. Hier, ja, aber der, egal ob Yokohama, Bridgestone. Das ist ja wirklich bei euch komplett alles immer machbar. Ja, aber der Kundschaft, die wir da haben, muss halt alles haben. Ja. Die meisten Marken haben wir, die gängigsten, bekannten. Sagen wir mal so. Ja, na das hier ist euer, ne? Den ich auch schon ein paar Mal gefahren bin. Genau. Der kriegt jetzt halt auch einen Käfig. Ist einfach besser bei den Geschwindigkeiten, wo wir momentan halt. War da vorher gar kein Käfig? Nee, gar nichts. Das ist immer so das, was halt noch gefehlt hat, ne? Ach so. Deswegen haben wir jetzt hier gerade einmal die, also alle, die einen Käfig kriegen, einmal hier stehen, dass wir das in einem Abwasch machen können, ne? Da kriegt er noch eine Luftdruckhebeanlage. Ach geil, macht er gleich rein. Ja, dann ist das nicht so anstrengend beim Räderwechseln auf dem Track. Cool, ne? Ja, vor allen Dingen, warst du mit dem Auto mit Slicks zum Beispiel mal auf dem Bilzer Berg schon mal gefahren? War ich selbst schon mal mit Slicks gefahren? Mhm. War Slicks drauf oder keine Slicks drauf? Das weiß ich jetzt nicht, aber wir sind auch schon mit Slicks gefahren, ja. Da ist das Auto auch irgendwie so im Bereich irgendwie 1,55, 53 so in dem Drehfeld? 52,0. 52, letztes Mal, ja. Also schon so schon auf Arbeitniveau, aber dafür, dass dann im Verhältnis an dem Auto schon noch mehr Original ist. Der Motor ist komplett Serie. Deswegen, ne? Motorserie. Guck mal hier, Original Bremssattel sogar noch. Genau. Das fand ich auch schon krass. Also, weil normalerweise, dass man ja, das ist ja die Zeit, ist ja normalerweise schon so, dass man da echt viel macht, egal ob es mit Bremsbelüftung, dies, das, jenes ist. Und hier einfach nur zwei Sitze rein. Mhm. Dann kannst du anfangen erstmal. Ein Shifter hat er da, glaube ich, drin. Der ist auch schon drin, ja. Ja, Shifter war drin und los geht's. Ne? Das heißt, was haben die dann serienmäßig? Streuen die eher nach unten oder nach oben? Die sind ziemlich konstant eigentlich. Also die haben 320, mit 320 sind sie angegeben und die haben das auch. Mhm. Hattet ihr da schon eine andere Sperre drin? Ja. Da war eine andere Sperre drin, ne? Genau, das Drexler-Sperre drin. Ja, ich weiß noch, stimmt, das war nicht stimmt. Ich war einmal mit und ohne Sperre gefahren. Genau. Ich glaube, ich war in Oschersleben mal ohne Sperre gefahren. Genau. Und dann beim nächsten Termin war sie dann schon drin. Ja. Und dann spätestens Sperre plus gute Reifen und schon ist es beim Frontantrieb wirklich so, dass man gar nicht mehr den Frontantrieb vermisst, in Anführungsstrichen. Du merkst es ja eigentlich kaum noch. Also. Ja. Was mit dem Auspuff? Auspuff war Marke Eigenbau, haben wir jetzt aber auch einen neuen drunter. Da habe ich mir bei der TCR so ein bisschen abgeguckt. Vorne komplett alles leer, Downpipe und der Cut sitzt jetzt halt hinten drin. So wie beim TCR, Chevikas auch ist. Den baut uns EX-Haus oder hat EX-Haus gebaut, ist auch schon drunter. Habe ich auch noch nicht gehört, weil gerade ist kein Turbolader drin. Aber only for race, also nur für Track. Der ist only for race. Wir haben auch zugelassene Abgasanlagen, einige dafür. Die haben wir so schon gezeigt. Genau, ihr habt das schon gezeigt in dem Video bei EX-Haus. Und die hier ist jetzt nur ein Rohr nach hinten durch, 3,5 Zoll. Bei dem Auto ist ja der Name Straight Pipe eigentlich wirklich perfekter Begriff. Weil in dem Fall ist es wirklich eine Straight Pipe. Weil mit Klappe auf geht es ja wirklich eigentlich, ehrlich gesagt, von hier einfach in den Turbolader rein. Ne? Exakt. Dadurch, dass der einen Topf links und rechts hat, ist wirklich in der Mitte. Ist halt auch, darf man wirklich nicht vergessen, gerade so aus der Perspektive, finde ich, sieht man das jetzt schon, ein großes Auto. Ja. Groß, breit, langer Radstand. Ja. Das macht es natürlich zu so einem, aber ich glaube auch, was kostet so ein Auto? Also angenommen, ich kaufe eine Basis für die Rennstrecke. Aber die kriegst du schon für Anfang 20. Was haben die dann so gelaufen? 20.
50.000. Also sind das dann schon so eher die günstigsten oder gibt es noch günstigere? Nee, da geht das los. Da geht das los bei 20, ja, ne? Die sind relativ stabil auch momentan. Also für die Leistung finde ich ganz schön underrated, das Auto. Mhm. Ja. Ja, noch mehr ist, du musst nächstes Mal mit fahren. Es fährt echt, also es fährt schon fast zu gut, finde ich jedes Mal. Glaubt man erstmal nicht. Ja, so gerade so dieses, das Bremsen und Einlenken kriegt das Auto extrem gut hin. Ja, ist jetzt in dem Fall auch kein Serienfahrwerk, ist es auch kein Serien-Setup. Ja, klar. Es ist Serie alles noch ein bisschen anders, aber zum Anfang reicht es vollkommen aus, mit dem Serienauto erstmal ein paar Trackdays zu fahren, um warm zu werden. Wobei, ich bin ja schon von Steve das Auto gefahren. Mhm. Der ja noch, ist auch ein anderes Fahrwerk drin und so weiter, aber der ist ja im Verhältnis schon noch relativ seriennah, würde ich jetzt mal so sagen. Und auch das Auto, also ist wirklich, muss ich sagen, ein Auto für jeden, der mal ein bisschen fahren will, geil. Mhm. Was ist das hier? Das ist das erste Auto von meinem Vater, ein Honda S800, wird's mal wieder. Das ist die rote Karosse, die wir da hinten stehen gesehen haben unter der Plane. Die restaurieren wir ihm gerade. Fahrgestell ist schon komplett fertig. Die Karosserie ist auch fertig lackiert. Kabelbaum ist fertig, Motor ist fertig. Im Grunde genommen muss es nur noch zusammengesteckt werden. Ja. Ist nicht viel Auto am Ende, ne? Nee. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber vom Motor her ist das auch super interessant. 800 Kubik, unten liegende Nockenwellen, Stößelstange nach oben, Kipphebel und das irgendwie mit, lass mich lügen, 16.000 Umdrehungen. Klingt fast. Was für Technik die damals schon eingebaut haben bei den Japanern. Klingt, ne? Fast nach so einem Motorradmotor. Hier ist ein Motorradmotor. Ja, hier seht ihr nochmal die ganzen Werkzeugkisten, die wir für Kamai halt machen. Und jetzt gehen wir mal in die Produktion. Die arbeiten hier nur vormittags, weil dann sind sie eigentlich durch mit der Arbeit. Und dann können die ganzen Formen, die sie halt zugemacht haben, wieder aushärten, sodass wir sie am nächsten Tag dann halt entformen können. Dann werden die Teile besäumt. Hier wird wirklich jeden Tag Handarbeit noch so Formen, Stoßstangen, alles geworden. Ist ja mit dem Boden geil, ne? Damit ein paar Mal im Jahr einfach. Der Boden ist ja wie neu. Ja. Einfach ganz normal raus und wieder neu rein und weiter geht's. Ne? Ah, guck, hier immer so noch. Ja, wir haben halt immer die Formen, die wir haben, zu, sodass wir sofort eine rausnehmen können und haben eine fertig. Und es kann, wenn was in eine Form fällt, die Form nicht beschädigen, wenn sie jetzt leer wäre. Heißt, das hier ist die Form, genau, wo ihr gerade jetzt eine Verkleidung schon reinlaminiert habt. Genau, die haben sie heute gemacht. Ne? Das ist die Negativform und das Positiv hier drin wurde heute oder gestern, weiß ich nicht genau, gefertigt. Und selbst wenn ihr die jetzt gerade nicht verkauft, würdet ihr das so wieder einlagern, genau, damit immer was in der Form drin ist? Genau, haben wir immer einen Teil fertig. Auch nicht häufig. Zünder V50. Genau. Ja, aber da müssen ja unheimlich viele Formen und so weiter. Wir haben schon Formen weggeschmissen, aber ich zeige euch gleich noch ausreichend. Ach, und das ist auch alles eine Form, ne? Also das sind fertige Kisten schon. Ach, die müssen Kisten, noch besäumt werden, da werden dann quasi die Fusseln noch abgeschnitten und dann sind die fertig. Das sah gerade so aus, als wenn, okay. Ja, nee, die kommen so quasi von der Form runter, so glänzend. Mhm. Kennst das ja, die kommen ja genauso quasi nachher runter, die Teile. Von der Oberfläche so gut wie deine Form halt ist. Da ist eine mit Form, ja. Genau, die Formen sind hier halt andersrum bei den Kisten dann. Ja, ja. Wie viel Schichten sind das hier? Also immer unterschiedlich. In dem Fall sind es eine dicke und zwei dünne. Sprich eine 450er und zwei 200 Gramm, glaube ich. Mhm. Hängt immer davon ab, was der Kunde halt für Anforderungen halt hat. Ne? Bei den Stoßstangen, wenn sie für einen Rennsport sein soll, dann machen wir dann nur zwei dünne Lagen, 200 Gramm, dass die nachher schön leicht sind. Das können wir alles beeinflussen. Aber sowas kommt auch von euch? Die haben wir auch gebaut, genau. Das ist Honda Accord 2003, Frontstoßstange. Alleine die ganzen Formen dafür. Wahnsinn. Mhm. Das heißt, wie viele Leute hast du hier? Wir sind insgesamt 11 Leute. Die GfK machen? Nee. Nein. GfK sind es noch zwei. Mhm. Waren mal mehr früher, ist ein bisschen weniger geworden, aber es wird wieder mehr, weil die Firmen, die das halt machen, auch immer weniger werden. Okay, ja. Die Leute, die da noch richtig Lust zu haben und das können, die sterben halt aus und so wird es bei uns halt immer mehr. Darf ich hier so eine Form rausziehen? Oder ist das so fest drauf, dass... Nö, die können wir eigentlich rausziehen. Ich wollte einmal nur zeigen, wie krass glatt das ist. Ist fest. Jetzt willst du es wissen. Ja, ich müsste direkt kommen eigentlich. Ach, da ist ein Loch drin. Ja, okay, warte bitte. Du musst jetzt nur noch ziehen. Nee, boom. Nee, du musst nur noch... Siehst du, irre, was die Luft so kann, ne? Genau. Wir haben alle ein Loch die Form und dann kannst du das einfach mit Luft machen. Still. Ja, und das ist halt, genau, das A und O ist halt, das wollte ich nur einmal zeigen.
Das habe ich bei Artyom auch immer gelernt, dass die, das ist jetzt ja hier eigentlich die Form, die muss halt wirklich so krass gut aussehen, sonst wird das Teil, was da rauskommt, dann hast du dann ein fertiges Teil, brauchst die Oberfläche nicht mehr bearbeiten. Genau, weil das ist ja gefühlt hier lackiert, poliert, versiegelt, einmal alles. Ist bei den Stoßstangen halt was anderes, weil die werden ja alle noch in Wagenfarbe lackiert, vorher gefüllert. Da ist das nicht ganz so wichtig, aber das ist halt ein Fertigteil von der Oberfläche und da muss dementsprechend die Form auch so aussehen. Und ich weiß gar nicht, wie das bei dem Material ist. Das kommt dann auch irgendwie in den Ofen oder kann das wirklich an der Luft einfach... Das härtet einfach über Nacht halt aus. Das reicht vollkommen. Nicht in den Ofen. Nee. Gar nicht. Und muss auch gar keinen Unterdruck ziehen, gar nichts. Das ist einfach nur Handlaminat, welches vorher mit Harz getränkt ist und fertig. Genau. Da kommt dann erst die Deckschicht halt drauf gestrichen, die trocknet an. Dann kommt die trockene Glasfasermatte draufgelegt. Und dann wird die halt angerollt mit Polyesterharz. Arbeiten wir im Carbonbereich, das ist meistens Epoxy. Mhm. Wir arbeiten hier mit Polyester. Dann wird das angerollt, entlüftet und dann trocknet das von alleine halt über Nacht aus. Okay. So, hinten haben wir halt die Formen gelagert, was sich über die Jahre alles so angesammelt hat. Wir machen da ja auch alles möglich. Wir machen ja nicht nur Automotive-Bereich, ist zwar schon das meiste, aber wir haben auch Kunden im Gartenlandschaftsbau, für die bauen wir halt Gartenteiche. Wir haben einen großen Kunden in Frankreich, für den machen wir so orthopädische Teile. Motorrad halt noch einiges. Fassadenverkleidung machen wir. Also eigentlich. Du kannst alles aus GFK machen. Eigentlich alles, ne? Genau. Alles, was so geht. Ja. Ich glaube wirklich, wenn jemand das von außen sieht, der wird nicht denken, dass er diese Teile so baut. Ja. Ja, ist halt viel zusammengekommen über die Jahre. Ne? In 3 Jahren haben wir 50-Jähriges. Da ist schon. Da geht schon was. Hat sich schon was angesammelt. Hier geht's jetzt los mit Rädern. Genau, Werkstattbereich haben wir ja auch noch ein bisschen. Das ist ja auch geil. Ist das so eine Containerlandschaft? Genau, da haben wir 8 Container mal hingestellt, wo wir dann auch noch Teile drin lagern. Ach, das sind hier so die wo wir jetzt so die alten Raritäten hier unterfinden. Ne? Das habe ich bei René schon mal im Video gesehen. Ja, das ist Wahnsinn, was sich hier über die Jahre an alten Felgen angesammelt hat. Das haben wir fast alles mittlerweile abverkauft. Da waren echt ein paar Schätze bei. Zeig uns mal, wo du sagen würdest, das ist eins der ältesten Teile, was ihr habt. Da gehen wir gleich dran vorbei. Gehen wir dran vorbei, okay. Aber das sind hier, das heißt aber auf Vorrat produziert ihr gar nichts. Also wenn, dann bleibt nur ein Teil in der Form? Also früher haben wir halt viel auf Vorrat auch produziert, weil wir es ja wirklich jeden Tag gebraucht haben. Und mittlerweile, das sind halt Reste, die übergeblieben sind. Ansonsten nur noch das, was in der Form drin ist. Mhm. Auf Vorrat produzieren wir nur noch die großen Werkzeugkisten, da vorne die schwarzen. Weil die aber halt da auch gehen jede Woche 20, 30 Stück von raus. Mhm. Das kann kennst ja du auch schon hier. Die Werkstatt? Doch, das Ding hat TÜV. Das ist der Prototyp, den haben wir gerade gestern verbaut. Der wird dann schwarz gepulvert und kriegt natürlich auch noch einen Kantenschutz. So geht es halt nicht. Aber mit Kantenschutzern und von den Abmaßen her haben wir für den Diffuser so TÜV. Teilegutachten. Krass. Ja. Man muss nur wissen, wie man es halt machen muss. Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir das immer so vor, wie meldet man sowas beim TÜV an halt, ne? Einfach mal machen. Einfach machen und Fragen kostet nichts. Ne? Aber meinst du, dass der auch eine Funktion am Ende hat? Meinst du, dass das schon Computer simuliert hat er auf jeden Fall eine Funktion und dementsprechend denke ich auch, dass er auf jeden Fall ein bisschen was bringt. Die wichtigste Funktion ist auf jeden Fall, sieht geil aus. Das sowieso. Ich lasse den Wagen mal runter. Dann kann man sich das mal auf dem Boden angucken. Ich finde sogar den Bereich hier fast noch geiler. Irgendwie so, weiß nicht, wenn man da so reinguckt, dann finde ich noch. Finde ich noch cooler. Aber der Kunde hieß ja, ist wirklich einmal komplett eskaliert. Wirst du auch gleich sehen, wenn du mal die Tür aufmachst vorne. Siehst du alleine an den Sitzen schon, ne? Ja, die guten Podiums drin. Und einen schönen Duft hat er da auch drin. Mhm. Aber der hat einmal alle Kreuze gesetzt quasi. Aber gefühlt haben wir ja schon 5 Spoiler oder so nur auf den Autos heute schon hier gesehen. Ne? Ja, wobei der am besten läuft, ist tatsächlich der GR-Jahres-Spoiler momentan. Mhm. Der auch bei Tom halt drauf ist. Der geht echt übrigens, verrückt. Das Auto von Tom Schütze kennt er auch. Was macht gerade? Nur Räder umgesteckt? Oder? Sommerreifen hat er gekriegt und alles eingetragen, was er eingebaut hat. Ja. Grüße gehen raus. Tom ist mittlerweile so weit, steckt Räder nicht mehr selber um. Ja. warte, dann können wir mal zeigen, wenn du schon sagst Spoiler. Das heißt, das ist so ein bisschen, finde ich, es gibt von dem Abarth auch eine Sonderedition. Mhm. Der hat dann auch genau einen Spoiler in der Mitte, so zum Aufstellen. Und in der Mitte steht Abarth drunter. Ja. So finde ich in der Richtung. So ähnlich ist das. Ne? Wird der Originale halt abgeschraubt und dann kommt der an den originalen Befestigungspunkt halt dran. Und kannst du 5-fach verstellen im Winkel hinten. Und auch mit TÜV.
Auch mit TÜV, klar. Wie klein die Heckscheibe dann irgendwie wird, ne? Ja. Ist aus Carbon und bei Tom ist er halt in schwarz-glänzend lackiert, sonst kommt ja einfach in Sichtcarbon. Guck mal, wie fett das aussieht jetzt auf dem Boden. Ja, vorhin gerade, wenn er dann schwarz ist. Wenn er schwarz ist, dann wird das nochmal ganz anders, ne? Ja, ja. Wobei, was ja alleine schon eine deutliche Verbesserung sein wird, ist einfach, wenn man guckt, original, also wie viel der Unterboden jetzt einfach geschlossener ist. Ja. Das wird ja schon, weil er hängt ja richtig als Verlängerung von dem Unterboden unter. Geht auch schön weit nach vorne bis an der Achse ran. Ja, ja. Thema Breitbau hatten wir ja vorhin im Ausstellungsraum halt bei dem CRX. Machen wir auch immer noch. Beim Honda jetzt noch nicht, das kommt nächstes Jahr wahrscheinlich. Aber hier zum Beispiel haben wir gerade einen Breitbau fertig gemacht. Da haben wir jetzt schon knapp 10 Stück von verkauft. Der wird Freitag abgeholt, morgen. Also es geht auch heutzutage halt noch, ne? Da hat sich von den TÜV-Kriterien nicht allzu viel geändert. Man muss nur wissen, wie man es halt nachher macht, damit man das dann legal halt hinkriegt. Ne? Das haben wir hier an den i30N TCR angelehnt, vom Design her. Den finde ich auf jeden Fall gut so. Also das finde ich ganz, ganz sexy. Und es ist noch nicht allzu breit, ne? Also was heißt nicht allzu breit? Das sind ja auch, was sind das, 50 mm? Ja. Auch schon breit? Ich glaube 45 mm, ja. Felgen finde ich tatsächlich auch geil drauf. Das ist richtig cool. Das Auto wird jetzt hier auch wieder komplett mattschwarz foliert. Von der Kundin und muss man auf der anderen Seite gucken. Ey, da bleibt der Wagenfarbe. Was? Ja, auch TÜV. Das so, mit Carbonarm? Ja. Aber der ist auch von euch? Ja, den baut Speed Engineering der hat auch TÜV, ja. Bei euch ist irgendwie alles mit TÜV, ne? Ist wie so ein bisschen in der Nordschleife, da ist auch egal, welches Auto, TÜV. Ja, man muss nur die Spielregeln kennen. Und das ist halt cool, auf der linken Seite bleibt das Auto weiß und dementsprechend auch die Felgen dann in weiß, ne? Finde ich persönlich in weiß geiler. Wird richtig gut aussehen. Wenn du jetzt gerade von hier so drauf guckst, boah, wie geil die Felgen in weiß aussehen auch. Mhm. Aber gibt's so nicht, haben wir so lackiert. Gibt's nur matt schwarz und in Bronze von Borbet. Vielleicht muss ich beim Aber doch nochmal ein Upgrade machen. Alles weiß. Ja, ich finde auch, weiß kommt richtig gut. Ja, die Felgen kommen irgendwie krass. Aber du musst den Wagenfarbe lackieren. Wenn das ein leicht anderer Weißton ist, kommt das überhaupt nicht gut rüber. So, und ich müsste beim Abarth, das hatte ich ja schon lange mal überlegt, die Verbreiterung vielleicht auch in Wagenfarbe lackieren. Ja, vielleicht mache ich nochmal ein Upgrade, alles in Weiß. Sieht irgendwie so cool clean aus, ne? Ja. Ja, Christian, vielen, vielen Dank für die Führung. Gerne, gerne. Wenn ihr irgendwas braucht, habt, vielleicht von damals, das nachgebaut, repariert, weil ihr macht auch Reparaturen von solchen. Wir machen auch Reparaturen, nehmen öfters auch mal ein Boot hier, nicht so große Boote, dann wird es ein bisschen eng, aber wir reparieren alles mögliche, Wohnmobile, Autos halt, wenn die aus GFK sind, da gibt es ja alles Mögliche. Ne? Und generell auch Tuning auch, Felgen, natürlich, Fahrwerk, das sowieso in erster Auspuff, Linie. Ansaugung, volles Programm. Ja. Traditionsbetrieb aus Hannover sollte man unterstützen, deswegen, wenn ihr was habt, kommt einfach vorbei. Vielen, vielen Dank. Geile Arbeit, geiles Team. Danke fürs Zuschauen. Und aller spätestens, falls er keine Teile braucht, könnt ihr natürlich zum Track Day von Christian kommen. Ne? Genau. Oschersleben und Bilzerberg dieses Jahr. Ne? Gefühlt, genau, zweimal in Bilzerberg, einmal in Oschersleben. Gefühlt wird es auch von Jahr zu Jahr ein Track Day mehr. Das heißt, in 2 Jahren fahren wir nur noch Polybauer Track Day und machen ganz Tag gar nichts mehr. Einmal im Monat wäre doch cool, oder nicht? Nochmal ein paar andere Strecken irgendwie in Planung? Ja, ist in Planung, müssen wir mal gucken. Ist dann halt für uns von der Entfernung halt ein anderes Thema. So Bilzerberg und Oschersleben bis in 1,5 Stunden hin. Aber ja, die Anfragen sind da und wir bemühen uns, dass wir da vielleicht nochmal einen Termin hinkriegen. Wird geil, wir sehen uns. Tschüss. Ciao, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.